So, jetzt hoffen wir, dass The Hell nicht so ist wie Salzfabrik. Oh ja, einmal eins gehoppt, das ist sehr geil. Mag ich persönlich wieder nicht so, aber wow, ja. Ich habe jetzt nicht wirklich erwartet, dass man da ganz genau oben drauf landet. Eigentlich mehr. Lol. Wie geht das, bitte? Also. Wie bitte? Also jetzt mal ganz ehrlich, die ersten Sprünge, die sehen jetzt nicht so katastrophal schwer aus. Aber wie bitte? Diesen Sprung da in die Stacheln rein, den verstehe ich noch nicht ganz. Also so geht's ja anscheinend nicht. Puh, so geht's auch nicht. So, komisch, viel zu weit springen ist auch uncool. Aber wie bitte? So etwa. Ach ja. Tatsache. Und hier braucht man irgendwie ein ganz spezielles Timing und dann geht das auch. Also so schwer sieht die Hell noch nicht aus. Auch im Vergleich zu Salt Fabric. Fabric. Cedric, it's a fabric. So, was haben wir jetzt hier noch? Oh, ja. Typischen. Oh Mann, hallo. Wie soll ich da oben wieder rauskommen, hä? Oh, ja. Halten wir uns heute mal nicht fest. Ist auch uncool, sich so festzuhalten, so. Ey, einmal eins Blöcke, ne? Da könnte ich ja Parodien drauf schreiben. Das, was mich in diesem Spiel am meisten genervt hat. Einmal eins Blöcke. / Lücken. Einfach nur, weil man sie nicht trifft. Beziehungsweise nur dann trifft, wenn man gar nicht in sie rein will. Also soweit es denn Lücken sind. Und man überhaupt in sie rein kann. Und ja, ihr versteht schon, was ich meine. Oder auch nicht. Dann halt nicht. Wenn nicht, dann nicht. Gut, landen wir da unten, geben uns eine zweite Chance. What the fuck war das? Gestorben bin ich nicht. Ach ja, Mann. Das ist. Also. Wenn man da so ein bisschen überlegen muss, wird es auf einmal so ganz, ganz still und man verfällt in Gebrabbel. Und das ist eigentlich nicht gut. Deswegen ist Überlegen auch immer so eine Sache. Aber wenn man nicht überlegt, dann passiert so ein Kack zum Beispiel. Zum Beispiel, dass man da nicht reinkommt, obwohl man da eigentlich reinkommen muss. Boah, ja, Mann, what the fuck? Warum? Das erinnert mich so ein bisschen, so ein ganz klein bisschen an dieses von The Hell Hard Mode oder Hard World Part 6 oder so. Oder Level 6, Part 6? Level 6. Und das hat mich schon gelehrt. Warte nicht auf die Kugeln. Du musst weiterlaufen. Warte nicht auf die Kugeln. Du musst fucking weiterlaufen. Das war so die Message, die sich in diesem Level ganz, ganz stark eingeprägt hat. Deswegen ich danach auch nie wieder auf diese dummen Kugeln gewartet habe. Was natürlich sehr cool ist, ist, wenn er dann nach vorne jumpt, obwohl es gar nicht möglich ist, nach vorne zu jumpen. Aber ja,
Ja, was war das? Wir stoßen uns den Kopf, kommen nicht mehr darauf klar auf die Situation und gehen sterben. Aber eigentlich mehr, also so schwer sieht es ja eigentlich nicht aus. Das heißt, man könnte eigentlich auch mal erwarten, dass man ein bisschen mehr schafft, also ein Level. Oh, passt ja gut. Das letzte war jetzt fucking schwer. Was? Ich springe und er trifft mich trotzdem noch irgendwie. Irgendwo. Ich weiß nicht genau, wo er mich da getroffen haben soll, aber... Good job! Muss ich da wirklich sagen. Also wenn dein Job ist, mich zu töten, hast du das ganz toll hingeschafft. Hingeschafft? Kann man etwas hinschaffen? Gibt es da auch wieder diesen Part? Wir lassen uns fallen, aber der ist deutlich harmloser als... In Salt Fabric. Fabric eben. Weil der war echt nicht mehr. Ey, der fliegt so lang. Das ist so krass. Also Meatball meine ich damit. Der fliegt so lang. Teilweise fliegt er dann so lang. Weißt du, dann gehst du davon aus. Ja gut, stirbst du, toll. Und teilweise fliegt er dann, ist er sofort wieder auf der Erde. Gravitation, Physik generell in diesem Spiel. So im Arsch. Aber das kann ich jeden Part sagen. Das. Glauben mir auch nur diejenigen, die das Spiel auch schon sehr, ja, natürlich selber gespielt haben. Den kannst du das gut ans Ohr, aber beziehungsweise die zugucken sollten es ja eigentlich auch sehen, dass sich die Physik einfach von Mal zu Mal verändert. Einfach so, wie sie gerade Lust haben. So random, so. Alles, was random ist, ist böse. Das haben wir ja schon mal gelernt. So. Das ist beim besten Willen nicht schwierig hier. So, das hier ist das einzige, was noch. Und das haben wir jetzt auch geschafft und damit ist gut. Es ging jetzt. Es ging. Aber Salt Fabric ging gar nicht. Ja, und jetzt kommt meine. Ich weiß nicht, ob es meine Lieblings wird. Vielleicht wird es meine Lieblings. Weil es ist fucking Rapture Time. Rapture is your fucking time. Wenn es jetzt so nur ansatzweise so schwer wird wie in den Leveln, dann bin ich geprügelt. Aber es. Dieses Level erinnert mich an eine echt unliebsame Warp Zone. So von den Grafiken her. Und das. Darum gefällt mir gar nicht. Oh ja, Mann. Und die Tode erinnern mich auch an eine unliebsame Warp Zone. Oh mein Gott. Diese Warp Zone geht in die zweite Runde. Und dieser Sprung geht nicht mal in die erste Runde, weil er einfach nicht kommt. Das sieht wieder so eklig aus. Ich hasse es. Wenn etwas so mich anwidert, allein so vom Aussehen her, dann muss es schon... ganz harte Kost sein. In dem Fall ist es das auch. Ich frag mich gerade immer noch, wie ich den Kack hier mache. Natürlich ist da noch einer. Warum erwarte ich ihn eigentlich nicht? Das ist ja hier sozusagen das Prinzip des Ganzen. Hier, du musst eine Röhre hochklettern und da sind ganz viele Kanonen. So, was jetzt? Sehr geil. Das gefällt mir dann auch schon wieder überhaupt nicht, könnte man sagen. Diese komischen Sägensprünge, die kann ich, also diese Sägensprünge, hat man ja gerade eben gesehen, die kann ich nämlich auch so gut wie gar nicht. Aber, wird schon schief gehen irgendwie, ja. Natürlich, ich springe so wie immer, aber es klappt irgendwie nicht. Diesmal hat es geklappt. Gott sei Dank klappt es auch manchmal. Cool. Das sind meine absoluten Favorite Jumps da.
Was, ey? So hoch kann man gar nicht springen, dass man von der Wand da oben an den Stachel kommen konnte. An den Spachel auch nicht. Muss ich dazu jetzt eigentlich irgendetwas sagen? Eigentlich nicht, oder? Da sprechen Bilder oder sprechen die Bilder schon für sich. Warum bin ich so eigentlich so dämlich? Und spring da sofort rein. Das Dämlichste, was ich hätte gerade eben machen können. Aber ich hab's natürlich auch mit Bravour gemacht, ja. Das ist der einzig schwere Sprung da hoch. Und runter wird es erst schwer, wenn die Kreissägen so arschnah aneinander sind. Und dann weiß ich nicht, was noch kommt. Wahrscheinlich noch mehr. So, wie auch immer das schon gerade. Ja, natürlich! Ich hatte doch genug Schwung! Also ab und zu, ehrlich. Hoch. What the fuck? Ja, ja, ja. Wie habe ich das denn jetzt nochmal gemacht, ey? Das ist der einzig schwere Sprung da drin. Ja, natürlich, wieder einmal erfolgreich daran gestorben, dass mein Unvermögen mich dazu geleitet hat zu sterben, wie was auch immer. Also, der Anfang ist verhältnismäßig einfach. Denn das ist auch recht einfach. So geht's doch zum Beispiel. Jetzt kommen wir da die schönen Sprünge. Darunter ja, und wie der gehen soll. Da müssen wir uns auch was überlegen für. Aber die ersten Sprünge gehen ja schon mal. Ach komm, so kannst du gar nicht springen. Das geht einfach gar nicht eigentlich. Aber er schafft es trotzdem irgendwie. Also so, eigentlich geht das nicht, aber... Da war es, da war es. Aber er macht den keinen Sprung mehr danach. Das heißt, er geht sterben. Like a Boss. Ich mag es nicht, wenn er sterben geht, like a Boss. Weil dann sieht das auch noch so aus, als... wäre das noch nicht mal wegen Unvermögen, sondern einfach wegen Unfairness des Spieles geschehen. Das können wir nicht zulassen. Ja, auf einmal kriegt er es aber nicht hoch genug geschwungen, um über sozusagen den auf gleicher Höhe stehenden Stachel drüber zu kommen. Das ist auch hin und wieder, da wären wir wieder bei der Physik, die ja so toll ist und ja. Da brauche ich gar nicht mehr anzufangen. Nein! Nicht da reinspringen! Bist du dumm oder so, Meat Boy? Einfach mal zielsicher in die Scheiße reingejumpt. Also die ersten gehen so. Bis hierhin und dann muss man solche Tricks hier machen. Nein! Ich hab den nicht gesehen da oben! Ich hab ihn nicht gesehen! Oh Mann! Wie dumm! Ich hab ihn nicht gesehen da oben! Ach! Mann! Also ich meine, er war zu vermuten, ja? Aber ich hab ihn echt nicht gesehen. Weil dieses Grau in Grau, das verschwimmt auch so geil. Da gibt es auch kein Halten mehr. Egal. Oh mein Gott!
Das war scheiße knapp. Gut, 15 Minuten, das heißt, wir können uns zumindest angucken, was in der nächsten passiert. Ich meine nämlich, The End hätte auch noch eine. Parat, die ich mir auch nicht geholt habe. Trollololololol. Gut, ich werde jetzt offscreen diese Glitch-Bandage suchen und dann würde ich sagen, sehen wir uns hier gleich wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Passt irgendwie nicht. Egal, bis gleich. Bis gleich. Ist egal, ihr merkt den Schnitt gar nicht. So, und da sind wir auch schon wieder mit, The End und Glitch-Level und, ne? Ach ja, Moment, da war ja gar kein Schnitt für euch. Bums, es geht weiter. Wisst ihr Bescheid? Wow. Ich hab gesehen, man verfolgt uns heute mal. Ich habe mal wieder was ganz Neues, dass wir mal verfolgt werden. Oh mein Gott. Also da können wir einfach so. Ja. Wie das noch gehen soll, das steht noch in den Sternen. Los! Deine Plattform! Man beeile sich. Was? Willst du mir nicht ernsthaft verkaufen? Ja. Also, wir haben eine Minute für diese für dieses Glitch-Level gebraucht. Das heißt, das war, wird mal wieder ein verhältnismäßig. Ja. Sorry. Verhältnismäßig kurzer Part. Und damit würde ich sagen, wir fangen erst im nächsten Part mit The Cotton Edge an. Punkt. Punkt, Punkt. Gut, dann bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.